verdienter Sieg vor allen Dingen. Wir waren halt als klassenhöhere Mannschaft der Favorit und ich glaube, der Rolle sind wir gerecht geworden. Der Gegner hatte wenig Zugriff auf unser Spiel und wir haben dann schlussendlich dann auch vieles an Chancen kreiert und dann auch die eine oder andere dann erfolgreich verhindern können. Also am Ende des Tages ein verdienter Sieg. Ja, letztlich ist das eingetroffen, was wir so ein bisschen erwartet haben. Wir hätten uns gewünscht, dass wir vielleicht ein bisschen länger das Spiel offen halten können. War ja mit 3-0 nach 15 Minuten war es ja letztlich schon ein bisschen durch. Unsere Jungs waren auch schon, hat man gesehen, ein bisschen deprimiert, dass es so schnell entschieden war. Aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir uns sehr ordentlich verkauft. Dann haben wir letztlich 1-1 gespielt und ich glaube dann am Ende ist nicht ganz untergegangen. 5-0 war schon ein bisschen bitter, aber am Ende 6-1, dann glaube ich, ist in Ordnung. Unser Spiel ist schon auf Dominanz ausgerichtet. Wir haben, der Gegner hat sich schon nach Kräften gewehrt und uns ist dann natürlich, oder uns hat in die Karten gespielt, dass wir dann relativ früh die ersten Treffer erzielt haben und bei den Bedingungen war es dann wahrscheinlich schwierig für den Gegner dann nochmal ranzukommen. Ja, also wir sind sehr, sehr stolz. Also wenn jetzt natürlich bei den Jungs die Enttäuschung sehr hoch ist, ist ja klar, wenn man so im Finale ist, dann will man vielleicht einen Versuch, man denkt, man schafft's, aber man sollte realistisch sein. Wir haben ja gegen Hertha BSC gespielt, die beste Mannschaft in Berlin in dem Jahrgang. Und ich denke, wir haben uns hier ins Finale reingespielt, im Halbfinale Union rausgekegelt mit 3-1. Und hier im Endspiel zu stehen, ist, glaube ich, für alle, für uns Trainer, auch für die Jungs, eine einmalige Sache und eine super Sache. Und daher, wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir hier ins Finale gekommen sind. Dadurch, dass wir halt schon in Liga höher spielen als der Gegner zum Beispiel heute, haben wir den Vorteil, dass wir einen anderen Wettkampf, anderen Wettkampfcharakter haben. Und den haben wir heute, glaube ich, auch gezeigt, dass wir halt deutlich ein anderes Tempo gehen können und technisch schon ganz gute Jungs dabei haben.